Herzlich willkommen bei Belimo. Bitte begleiten Sie mich in unser Experience Center. Mein Name ist Ronny Riedo. Seit 2001 arbeite ich für die Belimo Automation AG in unterschiedlichen Funktionen. Von 2005 bis 2007 war ich als Business Development Manager für Northeast Asia verantwortlich und lebte in Shanghai. Von 2015 bis 2017 war ich Geschäftsführer der Belimo Automation Handelsgesellschaft in Wien. Seit meiner Rückkehr in der Schweiz leite ich den Verkauf Schweiz. Neben der Arbeit engagiere ich mich in verschiedenen Vereinen in der Gebäudetechnik, wie zum Beispiel bei Die Planer, dem Swisstec, ProKlima und dem SVLW. Belimo mit Hauptsitz in der Schweiz ist der Weltmarktführer bei der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Feldgeräten zur Regelung und Steuerung von Heizung, Lüftungs- und Klimaanlagen. Sensoren, Regelventile und Klappenantriebe bilden unser Kerngeschäft. Wir wurden 1975 gegründet und beschäftigen heute in über 80 Ländern ca. 1900 Mitarbeitende. Ein wichtiger Grund für unseren Erfolg ist die konsequente Ausrichtung auf die Markt- und Kundenbedürfnisse. Dies macht uns zu einem Partner, der seinen Kunden einen einzigartigen Mehrwert bietet. Die eigens entwickelte kundenorientierte Methode CESIM zur Optimierung der Gebäudetechnik mit Sensoren, Regelventilen und Klappenantrieben stellt sicher, dass die Produkte deutliche Vorteile hinsichtlich Komfort, Energieverbrauch, Installation und Instandhaltung von Gebäuden bringen. Hersteller sind die bedeutendsten Innovationstreiber in der Gebäudetechnik, speziell in der Gebäudeautomation. Mit neuen Produkten, Systemen und Lösungen ermöglichen wir Gebäude effektiver und effizienter zu planen, erstellen und nachhaltig zu betreiben. Mit wenigen Ausnahmen überlassen die Bauherren die Projektausarbeitung fast komplett den TU, GU, Architekten und ihren Fachplanern. Oder wie oft haben Sie es schon erlebt, dass in der Jury von Projektwettbewerben ein Gebäudetechnik, geschweige ein GA-Planer sitzt? Das Resultat ist Copy-Paste. Sprich, es wird wieder wie schon seit 10 oder 20 Jahren gebaut. Die Zeiten haben sich drastisch geändert. Klimawandel, gesundheitliche Risiken wie die momentane Pandemie und Ressourcenknappheit sind Themen, die berücksichtigt werden müssen. Der Auftraggeber, sprich, der Bauherr steht da in der Pflicht. Wie ist es möglich, mittels Digitalisierung die Leistungen der Gebäudetechnik, insbesondere der Gebäudeautomation, den Architekten und den Bauherren aufzuzeigen? In den SIA-Planungsphasen sind die Hersteller, Lieferanten nicht involviert. Ist dies noch zeitgemäß? Hersteller und Lieferanten investieren beachtliche Summen in die Forschung und Entwicklung. Bei uns sind dies beispielsweise über 7% vom Nettoumsatz. Aus unserer Sicht dauert es heute viel zu lange, bis innovative Produkte eingesetzt werden. Meine Erfahrung ist, dass dies in der Gebäudetechnik gut und gerne ein Jahrzehnt dauern kann. Verbauen wir heute nicht den Stand der Technik, ist dies noch im Jahr 2040 in Betrieb. Wir müssen heute handeln, da wir ab 2050 sortenrein zurückbauen müssen und die Schweiz klimaneutral sein wird. Wie kann die Digitalisierung die Planung und Beschaffung der Gebäudetechnik unterstützen, damit die Gebäude klimaneutral und sortenrein zurückgebaut werden können? Sprich, die vorteilhaftesten Produkte eingesetzt werden. Uns Herstellern wird immer wieder erklärt, dass die Investitionsentscheidungen meist ohne die Berücksichtigung der Betriebs- und Lifecycle-Kosten getroffen werden. Erstaunlich ist, dass die Bauherren bei der Investition die Betriebs- und Instandhaltungskosten oft außer Acht lassen. Auch wenn das Objekt anschließend selbst genutzt wird und die daraus resultierenden erheblichen Kosten das Budget des Bauherrn belasten. Diese zu kurz greifende, auf Eigennutz ausgerichtete Vorgehensweise wird dennoch so beibehalten. Wie kann die Digitalisierung Transparenz schaffen?
damit der Bauherr eine Übersicht über die vielseitigen Einflüsse auf die Kosten und den Wert seines Gebäudes erhält. In meiner Freizeit bin ich ein begeisterter Radfahrer. Dieses Jahr habe ich mir ein sehr anspruchsvolles Ziel gesetzt. Stundenlanges und hartes Training ist ein Muss. Aber auch Daten wie der Puls oder Wattmessung sind enorm wichtig. Richtig gut wird es aber erst dann, wenn die Daten ausgewertet werden und ins Trainingsprogramm einfließen. Leider sind die meisten Gebäude ohne eine Datenerfassung ausgerüstet. Viele haben schon eine Steuerung und Regelung für die Heizung und/oder Lüftung. Auch hat das Gebäude ein Orientatums mit einer Gebäudeautomation. Doch damit allein kann kein Gebäude effektiv und effizient betrieben werden. Es bedarf einer konstanten Betriebsoptimierung. Stellen Sie sich das menschliche Gehirn vor. Dieses kann noch so leistungsfähig sein. Ohne Fühlen, Tasten und Riechen bekommt es zu wenig Informationen, um sein wahres Potenzial zu entfalten. Und in der Gebäudeautomation ist die Voraussetzung dazu, dass die mit der Steuerung verbundenen Komponenten die relevanten Informationen messen und der Steuerung übermitteln. Es sind kommunikative Komponenten notwendig, damit das Gebäude bedarfsgerecht, sprich kosteneffizient, betrieben werden kann und die gesetzten Ziele erreicht werden. Mit welchen Mitteln oder Vorgehensweisen kann das notwendige Bewusstsein beim Bauherrn geschaffen werden, damit er digitalisierte Lösungen, eben kommunikative Systeme mit permanenter Datenerfassung und Auswertung als Pflicht für sein Objekt in Auftrag gibt? Im Jahr 2018 beauftragte Minergy die Hochschule Luzern mit einer Umfrage bei 20 Minergy-Zertifizierungsstellen. Das Resultat war aus meiner Sicht bedenklich. In 50% der Fälle war die Inbetriebsetzung nicht korrekt ausgeführt. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei unseren Anlagenbesuchen in Zweckbauten. Doch was ist die Ursache? Anlagen werden geplant, gefolgt von Änderungen und Änderungen von Änderungen. Die Verantwortlichen wechseln laufend. Es lebe die rollende Planung und Ausführung, welche uns alle zusammen überrollt. Das Resultat ist bekannt. Dabei sind heutige Technologien schon weit fortgeschritten und könnten den gesamten Bauprozess unterstützen. Augmented Reality, Virtual Reality, Internet of Things im Zusammenhang mit Cloud-Plattformen bieten die Möglichkeit, den Inbetriebnahmeprozess zu überprüfen und somit die korrekte Umsetzung sicherzustellen. Was braucht es, damit die Vorteile von Augmented Reality, Virtual Reality, Internet of Things, Cloud, künstliche Intelligenz und so weiter im Erstellungs- und Betriebsprozess von Gebäuden genutzt werden? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen jetzt einen spannenden Digital Construction Event 2021 und dazu angeregte Diskussionen. Danke und auf Wiedersehen.